So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, mit ein bisschen Erkältung noch übrig, aber es geht von Tag zu Tag besser. Guckt mal, da ist schon wieder Sonne im Leben drin. Das gab es die letzten 8 Jahre nicht. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf, aber ja. Wir wollen nicht lang reden, wir wollen euch jetzt die Highlights der Woche zeigen. Natürlich auch den Schocker der Woche. Und heute Abend gibt es dann natürlich noch die Mega Meditalis Raids für Zuschauer ab 18 Uhr. Ich nehme das jetzt hier am Donnerstag frisch auf, lade es am Donnerstag auch hoch. Gestern gab es ja Raid-Boss-Wechsel, haben wir 2 Community-Raid-Videos gemacht, die könnt ihr euch anschauen. War sehr schön draußen, es hat geschneit, es war weiß, es war winterlich, es war richtig genial. Aber dazu mehr in den Videos, die ihr da habt und gucken könnt, aber müsst ihr eigentlich auch nicht. Ist ja schon wieder Vergangenheit. So, ansonsten bin ich ein bisschen geknickt und gedrückt noch. Die Nacht war hart, aber jetzt die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Alex, der hat mir nämlich ein Ticket geschenkt und das ist das Ticket für die Willow-Forschung gewesen, also für die Mähmetall-Forschung, also das, wo man die Willow-Klamotten bekommt und auch ein Mähmetall mit der Attacke Panzerfäusten fangen kann. Jetzt habe ich eine Bildschirmaufnahme davon gemacht, wie ich das gefangen habe, aber weiß gar nicht, was ich damit machen soll oder wo ich die einblenden kann. Vielleicht lade ich es als Short einfach hoch, zack, Ball geworfen, Mähmetall gefangen, fertig. Keine Ahnung. Habt ihr die Willow-Forschung mit den Klamotten euch geholt für 6 Euro? Schreibt es mal in die Kommentare. Hätte ich nie gemacht, aber danke an Alex, dass der mir die geschenkt hat. Wäre nicht nötig gewesen. Vielleicht sollte ich doch mal die Klamotten anlegen, dass man sieht, dass ich die habe und damit sich das gelohnt hat für ihn. Aber komische Forschung, weiß ich nicht, was der Yendix sich da wieder gedacht hat. Dann habe ich jetzt endlich die Shiny Formios voll. Habe jetzt auch ein Schnee-Shiny Formio bekommen vom Gyarados Pro. Danke dafür nochmal. Dann bin ich mit Toro Koseki Glücksfreund geworden. Dr. Best hat einen Shiny Hopsprost gefangen. Thomas hat hier ein Actillas Shiny 100% Glücks, wenn das nicht Schocker der Woche ist, aber ja, gerade durch das Glücks ist es ja mindestens 12-12-12 und Shiny kannst du ja garantiert traden, deswegen haben schon manche wieder gesagt, das ist gar nicht so krass und ist gar nicht so toll. Timo, Shiny Gladiantri, sehr cool, relativ kurz im Spiel, also noch nicht so lang. Habt ihr schon Shiny Gladiantri? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann der Lenz Hart, die WP machen es gut. 1337, ein Elite-Pokémon, am 22.01. gefangen. 13, hast du das jetzt gepusht dahin oder kam das so irgendwo raus? Das sieht nicht aus wie 20, nicht wie 15. Ich weiß nicht, was das ist. Hat auf jeden Fall 100er und das ist auf jeden Fall viel wert. Dann zeigt er uns hier, falscher Account, Capoeira mag wohl Bäume. Wegen seinem Account Baumliebhaber, ja, Baumlieber. Da hat er also 4 Shiny Capoeira bekommen. Hier noch ein Nocturne hinterher am Main. Es war ja dieses Fangkunst, ne, Kampfkunst, Fangkunst Event an einem Tag mit halt eben Nocturne Kikli. Da werdet ihr jetzt viele Bilder davon sehen. Hier auch noch 100er Kikli, auch beim Lenzhardt. Bier Benny, gerade gebrütet, 100% Mam Faxo. Das ist auf jeden Fall krass, das ist selten. Könnt ihr ja nur aus Eiern bekommen. Müsst ihr also Glück haben beim Brüden. Frank, Glücksfreund geworden hier. Lukas, ein Shiny Felilu mitgenommen. Pokehunter, Shiny Nocturne, Capoeira Shiny. Noch ein Capoeira Shiny im Winterlook. Und dann 100er Imantis und Hopsprost. Luigi Sarada, 100er Felilu. Shiny Pfiffchen Mauzi. Dann hast du mir den Arsch gerettet, dass ich dir den falschen Regieis gegeben hatte, ne? Da. Der hat nämlich mit mir getauscht, hat mir auch ein Regieis gegeben. Für einen Rayquaza oder so. Hat aus Versehen aber sein Superliga Regieis mit 1500 WP weggetauscht. War total enttäuscht, dass das jetzt weg ist. Und ich habe ihm einfach vom Samyang-Account nochmal ein Regieis rübergegeben. Mit PvP-Werten, weil, also IV, also WP, irgendwas, brauche ich nicht, habe ich ihm den Arsch gerettet, genau. Sören, ein schönes Ei, ein Shiny Mobile, gebrütet, noch so ein Ei, Shiny Ponita, wenn das jetzt noch einen Hut auf hätte, ne? Nochmal Sören, dafür auf dem richtigen Account, aus der allerletzten Special Quest, das allerletzte Capoeira, 100%, nimmt man gerne mit, aus der Quest auch noch ein Shiny Dummiesel, normaler Tausch beim Sören, 100% Glücks, Krabox, immer cool, wenn da random mal was 100% wird, Dantro, vielleicht was für Schocker der Woche,
mal wieder meiner Frau zwei perfekte abgeluchst. Der Dandro hat also mit der MoMA 011 getradet, hat ein 100er Gierspenst bekommen aus dem Tausch und ein 100er Glücks Flunkiefer. Die haben auch immer viel Glück, deswegen, wenn euch was fehlt, tauscht ein bisschen. Tauschen lohnt sich immer, außer ihr habt schon alles, dann tauscht nicht. Dann tut das nur sinnlos den Staub verschwenden. Reike, Shiny, Grillmark, Haspiror, Nocchan, Capoeira, dann Tiso, hab nur Capoeira Shinies bekommen am Sonntag, dafür gleich 5 Stück. Mac Maggie, zweites 100er, Boreos, das fängt ja gut an, Shiny Rabauts. 100% Capoeira, Shiny Kikli, Shiny Nocchan, Margo FedEx, Shiny Capoeira, Genaya, mal nachträglich meine Ausbeute aus München. Das 100er gab es aus der Forschung. Aus der Forschung also hier ein Lunastein. Und ansonsten Shiny sehe ich Absol, Latias, Incognito, Kyokre, Pikachu, Kyokre, Kyogre, Volpi, Gebaya, Bummels und Formeo. Sie wollte ja unbedingt das Sonnenformeo, hat immer so das Regenformeo bekommen. Aber hast du mittlerweile eigentlich jetzt ein Sonnenformeo Shiny bekommen von Sarina? Irgendjemand wollte dir doch eins geben. Nochmal Jenner, Snubbull, 100. Hopspross, Forschung, 100. Gierspenst, getauscht, 100. Und ich dachte, das ist wertvoll. So würde mir das aber besser gefallen als das Lucky Gierspenst, was ich habe in 100. Weil das halt so klein ist und der Hintergrund wieder total ablenkt. Ist das eigentlich cool? Da sieht man es nämlich wenigstens. Da sieht man es. Für Raider Mittwoch endlich mal ein 100er Dudelgur Alexander Ahringer mitgenommen. Amazing Shot. 100er Boreos mit Wetter Brust. Robert 100er. Shiny Kecleon. Und 100% Shiny Reikwarzer aus dem Raid. Das müsste eigentlich Schocker der Woche sein. Gerade noch mit dem Kecleon daneben. Und dann hat er das auch noch hochgezogen. Ich glaube, so sieht es besser aus. 4336, das ist cool. Aber wir haben im letzten Video so viele 100er Requarzer gehabt. Und Shiny Requarzer. Und 100er Shiny Requarzer. Dass ich mich daran satt gesehen habe, dass mich nicht mehr so flasht. Deswegen habe ich es nicht als Schocker der Woche gemacht. Robert, ein 100er, der geht auch noch. Shiny Relikant. Harzer. Und Kecleon in the Night. Was ein Bug. Ja, sieht gut aus. So, 1, 2, 3 Kit. Die letzten 7 Tage mal wieder für Raid am Mittwoch. 200er Reikwarzer. Ein 100er Flemli. Und dann Shinies. Pikachu. Mit und ohne Mütze. Flunkiefer hier. Meditiminum. Illumise. Weilma. Kaktus. Mehr sehe ich nicht. Und dann, sein Lieblings-Pokémon natürlich. Das hatte ich gar nicht gepostet. Mann, habe ich mich gefreut. Nach zig Eiern. Endlich. Shiny Togepi. Erstes? Ist das dein 10. Wie viel Shiny Togepi hast du inklusive Getauschten und Luckys und du müsst eigentlich, das ist das Raupi der Neuzeit sozusagen. Kaiser Kai, da macht man den einmal wegen dem Pokédex-Eintrag bei meiner Schwester und sie bekommt direkt das Shiny. Erster Raid, direkt Shiny mitgenommen bei der Schwester. Jedes Mal zweifle ich wieder, hat er eine Schwester, hat er keine Schwester? Ist das wieder so ein Codewort? Oder hat er eine Schwester? Wie heißt denn die Ingame? Die Schwester? Gibt's da? Kata ist die Schwester? Nein, Kata ist... Ich habe keine Ahnung. Ich sage jetzt auch immer, meine Katze war's. Das glaubt man wenigstens, weil die kennt man ja. So. Selal! Jetzt, oh, Selal. Der hat mir wieder 100 Bilder geschickt. Aber nur dieses Shiny Kramurks hatte was mit Pokémon Go zu tun. Deswegen war es das auch schon wieder mit Selal. Und ihr meckert immer über Selal. Elke am Kaisi-Account. Purmel 100. Kecleon 100. Ninkada Shiny. Shiny. Latios Shiny. Gebaya zweimal. Also G2er sogar. Formeo Shiny. Kecleon 100. Schneckmark Shiny. Reckharzer. Shiny und dann auf dem großen Account, also auf der LG, ihr Main, also auf ihrem Account, das andere ist einfach Mann. Kikli 100, Alpollo 100, Glücks, Reckharzer, Shiny, Pfiffchen, Shiny, Latias, Shiny, Pikachu, Shiny, Kyogre, Shiny, Rabauts, Shiny, Relikant, Shiny, Togepi, Shiny, Schuppet, Shiny, Karadonis, Shiny, aber bei Hannes. Karahannes, ja. Karahannes, Shiny und hier erlöstes 100%ige Simsala. Nimmt man mit, kann man Mega-Entwicklung machen.
Shiny Formeo mitgenommen beim Hannes. Erlöstes, haariges Dicta. 100, WhatsApp. 100, Arctos Dani, also Annika Vogt. Ist ja Zapdos Annika, aber Arctos Dani Account vom Freund. 100er WhatsApp. 100er Pikachu. Shiny Absol. Dann Annika selber auf ihrem Käsestick 100, also Gierspenst. So sieht meins auch aus. Seht ihr das, wie schlimm das aussieht? Aber mitgenommen auf dem Main ist schon mal was wert. Dann hat sie mir einen Burger geschickt. Dann hat sie mir Nudeln geschickt. Ich hoffe, die Nudeln hat sie auf den Burger drauf. Und hat den Nudelburger dann auf die Pizza gelegt. So. Schickt mir ruhig Essensfotos, warum auch nicht. Thomas Speck, in den letzten 4 Tagen ausgebrütete, schillernde, dreimal Relikan, Dropius und Kuddel. Sammlung komplett, schönes Bild, sieht gut aus. Plus 100 Boreos, nochmal 100 Boreos. Einmal hier am 6.3., einmal am 4.3., hat 2 Stück bekommen. Dazwischen auch noch ein Yorklev. Und ansonsten guck dir das mal an. 100er Krypto-Tanel. Ich werd bekloppt. Schnell weiter. Benjamin, Shiny Kickli, Lenz Hart, Flecknoil, Lenz Hart, jeden Tag tauschen, lohnt sich, warte, hab gerade ein Déjà-vu, Fragezeichen, Lenz Hart, 2 Shinies, wie das Gierspenst, Amen. War ja Rampenlichtstunde, haben alle gesagt, ach, ist uninteressant, brauchen sie nicht, hatte 2 Z-Days, nimmer mal zum Ausmisten die Zeit, Lenz Hart hat trotzdem gezockt, hat hier 2 Shiny irgendwas mitgenommen. Dann Julian Eisenstein, Weltrekord. Jetzt haben die Leute gesagt, an so einem goldenen Lokmodul könnt ihr drehen und kriegt 5 Münzen oder bis zu 20 Münzen durchs Drehen. Jetzt haben andere gezeigt, sie haben 25 Münzen durchs Drehen gekriegt, also 5 bis 25 ist möglich. Julian dreht, hat einfach 30 Münzen. Hat schon mal jemand 30 Münzen gehabt? Das würde heißen, dass das 5 bis 25 sowieso gar nicht stimmt. Es müsste 5 bis 30 sein, habe ich aber noch nirgendwo gelesen oder gehört, aber er zeigt uns hier ein Bild davon. So, Master Gossi, Gruppentreffen, fand ich cool, habe ich mal mit reingenommen hier, Drift Zeppli und Driftlon und alles zusammen. Cumulus, das erste aus der Raidstunde am Mittwoch, Shiny Boreos, Shiny Capoeira, hüpft, Shiny Boreos, Shiny Capoeira, aber beim Brainy. Brainy mit dem Shiny Pico Chilla, Dr. Best mit dem 100er Bingul, Jewel, Shiny Ditto, Jewel, ich sag doch, schickt mir eure Essensfotos. Ist da Schinken drauf? Ist das eine Spezial oder ist das eine Schinken? Champ, 100er Pandia Bodensee, Balu dann schillernd hier alles querbeet. Oh, Sonnenformeo, richtig genial. Ninja Tom, super Sache. Dann nochmal schillernd, was sehe ich hier für Highlights? Oh, Sonnenformeo, Ninja Tom. Ja, das sind dieselben, die hier drüben sind. Nur oben war noch was Neues dran. Dann 100er Absol, 100er Taubsi, Glücks, Hannes, Hannes, Lil Yep, Shiny, Schwurf, Shiny, Knacklion, 100, Erlöstes, Lil Yep, 100, 280 Tage, Hannes kann es, Feuerwehrfra, Shiny Flecknoil, so ein Drecks-Pokémon, Dominik Hinterberger, also der Dominik 89, zum Glück nicht Dominik Mysterio, den hassen nämlich jetzt alle, getauschtes, 100% Glücks, Resladero, das ist auch schön. Wenn man das hat, super Sache, auch durch so. Und das sind jetzt die Highlights gewesen. Jetzt kommt natürlich noch der Schocker der Woche. Aber Grüße an Dominik und Highlights, nee, Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Adi Schatz, alles Gute. Zack, von der Feuerwehrfra. Ich weiß nicht warum, schlagt mich tot, aber... Mir hat dieses Bild sehr gut gefallen. Es war ja ein Event, es war am Sonntag, die meisten haben da gar keinen Bock gehabt, die anderen haben sich ein paar Shinies abgegriffen, die anderen haben ein paar Hunderter abgegriffen. Sie hat ja einfach ein hundertprozentiges Shiny und dann eins, was gefühlt nicht wild gespawnt ist oder nur sehr selten, man aber immer aus der Quest bekommen hat. Und dieses Gefühl aus der Quest, Belohnung, dann... Ein Shiny zu bekommen, ist richtig genial, es zu bewerten und zu merken, das ist ein 100er Shiny. Das ist wie bei der begrenzten Forschung mit Snubbull damals, wo ich auch abgeholt habe,
hab 2-3 Shinies bekommen an dem Tag aus der Quest, aus der Forschung, hab dann bewertet und hab dann mein 100% Shiny Snubbull gehabt und das ist ein Erinnerungsstück. Du hast das dann einfach immer und hast das mit diesem Tag verbunden und mit diesem Gefühl und diesem Erlebnis. Deswegen finde ich das cool. Habe ich nicht gesehen. Manche haben hier 100er Shiny Dings und 100er Shiny Bums in der Wildnis so, was man mit Maps trotzdem gut auch hunten kann oder auf andere Art und Weise. Aber hier diesen Überraschungseffekt, das müsste Level 15 sein, sieht man am Bogen, müsste aus der Quest sein, finde ich, ist super Erlebnis und ein cooles Gefühl. Deswegen für mich das Schocker der Woche. Und ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Wenn ihr was habt, schickt's mir. Wenn ihr was zeigen wollt der Community, schickt's mir halt. Sag ich gar nicht dazu, das machen die Leute von sich aus. Aber ja, ihr könnt auch hier dabei sein und eure Sachen reinschicken. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.